Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei wachtelfarm.com. Ihr seht hier meine Zuchtgruppe, bestehend aus 45 Hennen und 10 Hähnen, überwiegend dunkelwildfarbig. Ein paar Tenebrosus sind dabei, aber auch nur, weil ich tatsächlich gelesen habe, dass bei einer Mischung aus Tenebrosus und dunkelwildfarbig wieder dunkelwildfarbig herauskommt. Ich habe auch tatsächlich unter einem der letzten Videos einen Kommentar bekommen, in dem es hieß, dass Tenebrosus dominant gegenüber wildfarbig wäre. Wie gesagt, ich habe es anders gelesen und ja, es wird Zeit, das Ganze auszuprobieren. Ich habe auch mal die Gelegenheit genutzt, so einen kleinen Bereich da hinten eingeteilt, wo ich unsere Holzasche aus unserem Kaminofen etwas unterbringen konnte für ausgiebige Staub- und Aschebäder. Auch hier vorne habe ich einen kleinen Bereich damit ausgestattet und ja, ihr seht, da ist kaum noch was übrig. Gebadet wird kräftig. Da hinten dann etwas ausgiebiger. Ja, die Zuchtgruppe sitzt jetzt ein paar Wochen zusammen. Das Ganze läuft relativ harmonisch. Ich habe zwar ein Hähnchen, der immer mal wieder Ärger kriegt von den anderen Hähnchen. Auch ja, ein, zwei Hähnchen dabei, die einen kahlen Nacken haben, weil sie dann doch mal getreten werden von ihren Artgenossen. Aber im Großen und Ganzen sind die Hähnchen hier aufgrund der Beleuchtung damit beschäftigt, nicht nur zu krähen, wie ihr hier die ganze Zeit hört, sondern auch die Damen zu treten. Und ja, jetzt wird es mal Zeit, das Ganze zu testen und zu schauen, wie gut die Befruchtungsrate ist und wie gut die Schlupfrate. Deswegen bin ich gerade tatsächlich in den Brutvorbereitungen. Das heißt, ich sammle Bruteier jetzt seit 5 Tagen, habe aktuell 170 Bruteier, liege im Moment so bei 30 bis 38, 39 Eiern pro Tag. Ja, und da geht's halt heute nochmal und morgen die Eier abzusammeln und dann. Ja, ist eine Woche rum. Das ist auch so ein typisches Zeitfenster, das man nutzen kann, wenn Bruteier verschickt werden. Eine Woche, dann braucht es halt noch ein paar, 2, 3 Tage für den Versand. Und ich werde dann schätzungsweise bei 200 Bruteiern liegen. Warum 200, wenn ich jetzt schon 170 habe und um die 30 bis 38 jeden Tag dazukommen? Es sind natürlich auch Eier, die etwas verschmutzt sind, die ich dann im Vorfeld noch aussortieren werde, sodass ich damit rechne, dass ich irgendwo 200 Bruteier an den Start bringen werde. Ja, legen wir also mal los. Die sind jetzt einfach nur staubig. Das eine ist etwas verschmutzter, das ist das, was ich meine. Wenn ich das nicht einfach nur durch Reiben sauber kriege und dann leicht mit Oreganoöl desinfiziert, ja, dann kommt das natürlich nicht in den Brüter. Was schade wäre, weil es hat eine recht schöne Größe und das habe ich in der Vergangenheit festgestellt, gerade wenn man mit dem Thema Auslese arbeitet, ist es so, dass aus großen Eiern, die nicht übermäßig groß sind, durch eine proteinreiche Fütterung, sondern durch ein ganz normales Futter, dass daraus auch tatsächlich große, kräftige Küken schlüpfen, die im Ergebnis zu recht schweren Wachteln werden. Also auch da geht es nochmal für mich, die Eier nicht nur auf den Verschmutzungsgrad hin auszusortieren,
sondern möglicherweise auch auf die Größe. Wobei ich feststellen muss, es ist schon so, dass die alle oder zum größten Teil relativ groß sind. Ja, ich bin dann gespannt, ob das Ergebnis so wird, wie ich mir erhofft habe, dass, wie gesagt, die größte Anzahl der Hähne sich schon anhand des Gefieders feststellen lässt und ich die frühzeitig trennen kann von den Hennen und natürlich, dass die Hähnchen größer werden als das, was ich beim letzten Mal hatte, so dass sich für mich tatsächlich das Schlachten auch lohnen wird. So, jetzt habe ich gar nicht mitgezählt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25. In Anbetracht der Tatsache, dass jetzt Sonntag kurz nach Mittag ist und ich gestern Abend Eier abgesammelt habe, ist das hier mit den 25 gar nicht so schlecht. Das heißt, wenn ich heute Abend nochmal hier reingehe, dann kommen auch nochmal einige Eier dazu, die natürlich ab jetzt bis zum Abend hin gelegt werden. Also habe ich jetzt knappe 200 Bruteier, die ich, wie gesagt, nochmal entsprechend vorsortieren werde, was den Verschmutzungsgrad oder im Zweifel auch die Größe betrifft. Mal eine Frage an alle von euch, die Bruteier verkaufen. Schreibt es am besten mal in die Kommentare unten drunter, was gerade so die aktuellen Preise für Bruteier sind, für Wachtelbruteier. Einfach mal in die Kommentare unten drunter, würde ich mich freuen. So, ich sortiere die Eier gleich in meine Horden ein und ja, wir sehen uns nochmal. Ihr Lieben, die Bruteier sortiere ich hier auf dem Kopf stehend, wie das bei Bruteiern dann so ist, in diese Horden, Wachteleierhorden, habe ich vor vielen Jahren mal im Wachtelshop bestellt. Damals war so mein Plan, mit den Teilen die Speiseeier einzusammeln, hat sich aber eher als unpraktisch erwiesen, mit diesen riesen Horden durch die Ställe zu laufen. Also lagen die bei mir. Ich habe allerdings jetzt festgestellt, dass die zum Sammeln der Bruteier wirklich optimal sind. Das heißt, ich habe diese eine Horde jetzt hier ebenfalls voll, genauso wie die da drunter. Lassen sich toll stapeln, dadurch keine kaputten Eier. Und so kriege ich natürlich auf kleinem Raum entsprechend viele Bruteier gut unter. Ja, es war es ja in der Vergangenheit so, ich habe ja mal diese tolle Eierschaukel gebaut, dass ich die Bruteier tatsächlich immer bewegt habe, alle paar Stunden von einer Seite auf die andere Seite gekippt. Aber ja, verschiedene Halter haben mir mitgeteilt, dass das eigentlich nicht notwendig sei. Sie machen das so auch nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Natürlich könnte ich hier auf einer Seite einen Holzklotz drunter legen. Dadurch ist das Ganze schräg und ich könnte es dann einmal am Tag drehen. Aber einfach mal so mit dem Hintergrund, dass ja in der Vergangenheit öfter mal Hühnereier oder Wachteleier aus Supermärkten gebrütet wurden, wo die Eierpappen tagelang unbewegt standen, gehe ich einfach davon aus, dass das sehr wahrscheinlich keine große Rolle spielt. Vielmehr ist es wirklich wichtig, die Eier nicht zu warm zu lagern. Hier im Stall sind jetzt aktuell so um die 13, 14 Grad. Wir haben gestern aber einige Minusgrade gehabt. Und ja,
Da war halt auch meine Feststellung, je kühler die Eier gelagert werden, umso weniger trocknen sie tatsächlich aus. Ich wollte euch jetzt hier nicht nur weiter die Eier zeigen, wie sie in der Horde stehen. Also könnt ihr auch mit meinem Gesicht vorlieb nehmen. Ja, also bei angemessener kühler Lagerung, ich denke auch Temperaturen um 5 Grad, 7 Grad sind absolut kein Problem. Es sollte halt kein Frost geben und der Frost ist hier in den Stall noch nicht reingeschlagen. Ist es so, dass die Eier wenig Feuchtigkeit verlieren. Das Ganze bleibt relativ konstant. Und ja, ich denke einfach, dass dieses Eierschaukeln, dieses regelmäßige Drehen der Eier nicht unbedingt notwendig ist. Aber schlussendlich werde ich sehen, wenn dann aus diesem Brutvorgang, aus der Probebrut, die Küken schlüpfen. Wie seht ihr das? Denkt ihr, es braucht das Eierschaukeln, das Eierschubsen oder wie auch immer, also das permanente Umlagern von Bruteiern, oder glaubt ihr, dass es nicht notwendig ist? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Und zum Schluss bin ich ja sowieso auf das Ergebnis gespannt. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentare, Anregungen, Hinweise außerdem weiterhin unter das Video. Lasst ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Vor allen Dingen nicht zu sehen, nicht zu verpassen, habe ich hier einen Bruterfolg mit geänderten Parametern oder nicht. Wie hoch ist die Schlupfrate? Wir lassen uns einfach überraschen. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.